So, hier haben wir Rocket, den Rüden. Zu dem kann ich nicht so viel sagen. Wir lassen den jetzt nicht so raus. Dann haben wir hier zwei Hunde, die sind auf der Homepage. Ich denke mal, die sind auch noch neu. Die sind sehr ängstlich. Wenn man zum Tor kommt, sind die direkt weg. Ja. So, dann haben wir hier die Mastina, die Feira heißt sie, glaube ich. So, in diese Richtung. Ist auf der Patenhundseite, weil sie auch einige gesundheitliche Probleme hat. Und da muss man erstmal schauen, wie das mit ihr weitergeht. So, dann haben wir hier die Junghunde. Die werden im August ein Jahr. Das ist Sirius, das habe ich mir schon gemerkt. Du bist Sirius, ne? Und das ist der andere Bruder, wo ich den Namen nicht weiß. Glaube ich. Mal gucken. Bist du ein Junge? Bevor ich hier was Falsches sage. Ich kann es gerade nicht sehen. Also ich kann es nicht sehen. Auf jeden Fall ist das Sirius. Den habe ich mir gemerkt. Und das müsste man an der Maske dann schauen, wer das ist. Sind tolle junge Hunde. Verspielt, aktiv. Sind so zwischen 55 und 60 cm groß. Sind unterschiedlich groß, weil man sieht, hier die hintere, ich weiß es jetzt gerade nicht, die ist etwas größer als zum Beispiel Sirius. Ne? Also es ist ein bisschen unterschiedlich. So, dann haben wir hier auch die tolle Vera, ein Bollerköpfchen, ein lieber Hund, ein verspielter Hund, ein menschenbezogener Hund. Also die ist wirklich super lieb. Ne? Aber eine kräftige, aktive Maus, die da schon auch dementsprechend Leute braucht, ne, die sich mit so Bollerköpfchen auskennen. Ja, ne? Mit so großen Bollerköpfchen. Also die ist aber auch nicht so groß. 60, 65, schätze ich mal, 65. So, und hier haben wir da hinten, ist der Otis, zusammen mit der sehr kleinen, ich glaube Marga heißt sie. Marga heißt sie. Die ist jetzt gerade verschwunden, also die ist auch super süß. Da sind gerade neue Hunde rausgelassen worden. Ich mach mal Pause.